Moin! Schöne Grüße aus Oldenburg, aus Bloerfelde und genau genommen aus der muggeligen Küche von meiner Oma. Bis vor ein paar Jahren hat die hier selber noch gezaubert und heute will ich mal was kochen, was mich ganz klar an meine Oma erinnert. Ja, mein Name ist Max oder auch der Geschmacksträger und heute gibt es schöne Hähnchenschenkel oder Hähnchenkeulen im Bräter und dazu werde ich einen eigenen Apfelrotkohl machen. Und das Ganze noch mit einem leckeren Kartoffelstampf abrunden. Das ist eine leckere Mahlzeit, verbinde ich mit Oma. Lasst euch überraschen. Nicht lang schnacken, loslegen. Hier mal kurz die Zutaten, wir brauchen im Schnellüberblick. Kartoffeln, die werden wir kochen. Dazu ein bisschen Milch, Salz, Pfeffer, Muskatnuss. Das machen wir dann eben mit dem Kartoffelstampf. Das brauchen wir allerdings erst später. Denn vorher müssen wir uns hier um die Kollegen kümmern. 4 große Hähnchenkeulen. Schon mal vorbereitet, abgewaschen und da werden wir ganz einfach mit Butter arbeiten, die im Bräter lange schön erstmal bei geschlossenem Deckel schmoren und später, wenn wir krosse Kruste haben möchten, dann kommt da nochmal die Grillfunktion an, Hitze rein und dann wird das eine schmackofatzige Angelegenheit. Und abschließend, und das ist so ziemlich das größte Projekt und deswegen werden wir damit auch beginnen, das ist der Apfelrotkohl. Dafür brauchen wir natürlich Rotkohl, aber auch rote Zwiebel, saure Äpfel, Apfelsaft, hier vorne haben wir noch ein paar Nelken und eine Zimtstange, Lorbeerblatt, bisschen Balsamico, da kommt noch Essig mit dazu und ein bisschen Rohrzucker. Also, keine Zeit verlieren, das Motto lautet, los geht's! Wir sind jetzt hier schon am Rotkohl beschäftigt und ist das ein geiles Bild hier. Also das ist ja wie so ein Mandala, schön mal nach Zahn. Wir schnibbeln das hier Ganze hier schön in feine Streifen. Brauchen wir ein großes Brett dafür, geht trotzdem ein bisschen was daneben. Und das Ganze kommt in den Topf und wird gleich wirklich reell geschmort. Das muss lange rein. Da gucken wir gleich mal drauf. Schwuppdiwupp, ich war nicht ganz untätig. Ich habe in der Zwischenzeit alle Zutaten, die wir jetzt brauchten für den Rotkohl, fertig gemacht. Klein geschnitten, geschält, die Äpfel geschält. Und das Ganze hier in diesem, ja, wie die Küche schon beschrieben wurde, muggelige Küche heißt auch muggelige Töpfe. Wir müssen also sehen, wo man hier bleibt. Kein Problem, der ganze Rotkohl wird so fein eingekocht, das wird hier am Ende vielleicht noch die Hälfte vom Topf sein. Von daher ein bisschen Geduld haben, reicht auch die Topfmenge. Das lassen wir schön einköcheln. Ich gebe jetzt nur noch abschließend Zimt dazu und die Nelken. Und dann lassen wir das Ganze da schön eine Stunde bei mittlerer Hitze jetzt schön reinschmoren. Zu tun haben, habe ich auch schon mal die nächste Station vorbereitet. So sehen sie jetzt aus, unsere Hähnchenschenkel. Die sind ein bisschen gewürzt, von innen vor allem. Und von oben nur so ein bisschen Curry, Paprika, Salz, Pfeffer. Das Ganze wandert jetzt in den Ofen. Auch erstmal für eine Stunde mit Deckel drauf. Das machen wir direkt. Und dann können wir das Ganze vergessen. So, hier hat sich schon einiges getan. Ich falle mal so ein bisschen in die Knie, damit ich noch mit drauf bin. Hier sieht man den Rotkohl. Geil, der ist schon ordentlich gekommen, ordentlich eingegangen. Hier vorne Kartoffeln vorbereitet. Die können nämlich gleich angeschaltet werden. Dann wird hier nämlich gekocht. Kartoffel gekocht, Salz einfach drauf, kochen 25 Minuten circa. Und hinten auch schon mal die Mehl, Muskat, Pfeffer, Salzmischung. Die habe ich noch gar nicht angeschaltet. Die werden wir kurz aufkochen, wenn die Kartoffeln fertig sind. Und dann wird das Ganze zusammengefügt. Dann haben wir Kartoffelstampf, Rotkohl wird auch demnächst fertig sein und der Zwischenstand auf die Hähnchen folgt sogleich. Backofen, die Keulen, die sind natürlich abgedeckt die ganze Zeit und man sieht schon, dass sie garen, sie sind noch nicht ganz gar, aber wir warten auch bestimmt noch mal so 20, 25 Minuten, die sind jetzt auch schon eine halbe Stunde drin, bis wir den Deckel abnehmen und dann gibt es noch mal ordentlich Bräunung und dann werden wir immer schön mit so einem Pinsel, einmal kurz schon mal vorgemacht, hier so ein bisschen das eigene Fett, was quasi austritt, immer wieder über die Schenkel drüber streichen, damit die richtig schön kross und knusprig werden. Oh! Also, der Duft hier von dem Rotkohl, der ist so in der Bude, der schwirrt hier rum, das macht richtig Laune. So, Endspurt, meine Lieben, die Kartoffeln sind gekocht. Ich habe hier die Milch mit Muskat und Salz und Pfeffer aufgekocht. Die kommt jetzt hier dazu. Wir stampfen das Ganze. Wir haben festkochende Kartoffeln genommen. Also müssen wir aufpassen, dass wir hier nicht zu viel drin rumrühren, sondern dass wir wirklich nur stampfen, so gut das gerade geht.
Und so viel wie nötig auch gerade nur, weil sonst wird das nämlich schleimig. Die Stärke würde sich hier sonst lösen, dann hätten wir ein Problem. Also hier schnell gestampft, kann noch ein bisschen stückig sein, das macht mir gar nichts. Hauptsache, das schmeckt hier schön lecker. Und dann gucken wir gleich nach dem Hähnchen. Ein letzter Anstrich. Der Rest ist schon serviert. Es kann wirklich gleich final angerichtet werden. Nur noch einmal schön für die Farbe sorgen. Und das ist was, man hört das schon hier. Es ist kross, es blubbert, es ist fertig. Ich richte an. Schluss mit lustig. Ich bin zufrieden. Ich hoffe, das sieht gut aus. Wir haben ein leckeres Hähnchen, so wie ich das von Oma gewohnt war. Genau so liebe ich das. Und das wird jetzt verspeist. Ich hoffe, es hat gefallen beim Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, der Geschmacksträger kocht für euch hier in Oldenburg, für Oldenburg. Und den Rest der Welt.